Hallo und herzlich willkommen. Ich darf heute mal wieder online gehen und live gehen mit einer ganz wunderbaren Schauspielerin, nämlich Tanja Laneus. Und ihr kennt Tanja Laneus wahrscheinlich aus verschiedenen Rollen. Viele kennen sie aus der Verbotenen Liebe, aus Unter uns. Sie hat zum Beispiel Hotel Verschmitzt auch mitgemacht bei Pastewka. Also es gibt ganz viele verschiedene Rollen, die sie gemacht hat, und da kommt sie auch schon rein. Genau, und daher kennt sie sie wahrscheinlich, und dann haben sie ja auch eine Rolle mitgemacht, 112, sie retten dein Leben. Aber da reden wir später drüber. Schauen wir mal. Da ist sie. Hallo Tanja. Hallo Marc, hi. Wie schön. Wunderbar. Vielen Dank, dass du dir Zeit nimmst. Super gerne. Ich habe mich richtig auf das Gespräch gefreut. Wirklich. Das ist ja erst mein zweites Live überhaupt bei Insta. Ich bin Newbie, was das anbetrifft. Ich mache nicht viel hier, aber live habe ich tatsächlich die zweite Erfahrung mit dir. Okay, ich bin gern die zweite Erfahrung. Sag mal, direkt mal Frage vorab. Wann hast du das letzte Mal Kontakt zu einer Pflegekraft gehabt? Heute ist Mittwoch. Am Montag. Am Montag. Mhm. Okay, wir verraten aber noch nicht warum, okay? Gut. Ja, komm, das habe ich jetzt gelernt. Spannungsbogen. Genau, der Spannungsbogen, sehr wichtig. Da bist du zwar der Profi oder die Profi, aber ich versuch's. Ja, okay. Okay, pass auf, dann lass uns doch einfach mal mit deiner Patenschaft anfangen. Du warst ja eine der ersten, die ich gefragt habe. Also du hast, glaube ich, in der zweiten Nachricht geschrieben, ja klar bin ich dabei. Selbstverständlich. Ja. Ja, auf jeden Fall. Also ich kann mir auch eigentlich überhaupt keine Motivation von Menschen aus meiner Branche vorstellen, dass man nicht dabei sein möchte, weil ich finde deine Aktion auch ganz, ganz toll, weil es so wichtig ist, dass wir uns da alle drum kümmern, weil es wird früher oder später jeden betreffen. Pflege ist wirklich, ich glaube, in jeder Familie ein Begriff. Und deswegen, ja klar, und auch wenn man ein bisschen Reichweite hat, super gerne, super gerne. Ja. Ja, finde ich ganz toll. Und da habe ich mich auch sehr drüber gefreut, weil du die erste Frau warst, die mir zugesagt hat. Oh, ehrlich. Gibt es ja da nicht zusagen? Wie kann man das machen? Ja. Naja, weißt du, der Punkt ist, also ich verstehe es natürlich, also ich bekomme natürlich auch zwischendurch Absagen, weil Leute sich anders engagieren und sagen, ich will mich nicht verzetteln und so. Aber ich glaube, alle, die so einen persönlichen Kontakt oder eine persönliche Berührung zu dem Thema hatten, haben bislang sofort Ja gesagt. Ich glaube, das ist schon... Ja, ist, glaube ich, schon wichtig, oder? Ja, auf jeden Fall. Also ich kenne natürlich viele meiner KollegInnen oder auch besonders Freundinnen von mir, die auch in der Branche arbeiten, die haben oft ihre Themen. Und wenn du natürlich ein Thema hast, für das du dich sehr stark engagierst, dann ist es vielleicht auch verrückt, sich für alles irgendwie hinzustellen. Mhm. Man kann dann eins nicht ganz erfüllen. Aber das ist mir insbesondere auch ein sehr wichtiges Thema, weil, wie du ja nachher verraten wirst, habe ich einen ganz besonderen Bezug dazu. Und mir ist es sehr, sehr wichtig. Und ich glaube, es kommt auch dazu, vielleicht hast du auch sehr viele jüngere Menschen noch angefragt. Da ist man noch viel unbedarfter, bin ich auch gewesen. Ich werde jetzt dieses Jahr 50 und habe so die letzten 10 Jahre ganz anders mich mit dieser Thematik auch befasst. Und mit anderen Thematiken noch dazu. Also man kann sich ja doppelt engagieren. Ich habe heute gelesen, du bist bei Peter aktiv. Ja. Wir retten die Esel und schützen sie. Ich finde das super. Ich war total berührt, weil ich bin auch so ein totaler Tierschützer, seitdem ich 9 bin. Ich bin auf dem Dorf groß geworden, überall Bauernhöfe. Und ich bin durch die Gegend gerannt mit einer Unterschriftenliste als Knirps und habe Unterschriften gegen Tierversuche gesammelt. Und dann stand ich bei einem Bauer vor der Tür und gesagt, ich will eine Unterschrift geben. Und dann hat er mich angehört, was willst du denn? Weißt du, so ein Bauer. Aber guck mal, total klasse. Ich meine, ich bin jetzt jemand, der seit kurzem, also seit, ich weiß es gar nicht so genau, seit 8 oder 10 Wochen habe ich auf einmal von jetzt auf gleich Fleisch essen sein gelassen. Aber darum geht es ja nicht. Wenn du da den Bauern gefragt hast, geht es ja auch um tiergerechte Haltung. Also man muss ja jetzt nicht so grundsätzlich sagen, jeder muss jetzt hier Vegetarier oder sogar Veganer werden, sondern es geht um Tiereswohl oder Tierwohl. Und da hast du das richtig gemacht mit 9 Jahren. Finde ich auch. Und ich sag's dir, also ich sag's jetzt nicht nur dir wahrscheinlich, ich habe es dann den Herrn Weizsäcker geschickt, der war damals der Bundespräsident. Wie cool! Ja, wie cool, ne? Und der hat mir geantwortet. Super! Und dann hat sich komischerweise aus meiner Welt nichts geändert. Wochen später sah ich wieder einen Bericht im Fernsehen und habe gesagt, jetzt gehe ich nochmal, bin ich wirklich nochmal die Runde gegangen. Also echt, ich weiß nicht. Ja. Okay, jetzt reden wir aber nicht über Tierversuche und Tierwohl, was total wichtig ist, sondern wir reden über Pflege.
Und zwar über deine persönlichen Erfahrungen, erstmal so vielleicht familiär. Was hast du eigentlich für Bezüge zum Thema Pflege? Also erstmal war das so, dass die Oma mütterlicherseits, meine Oma Liesel, relativ früh mit Krankheiten behaftet war, relativ viel Krebsarten. Also ich glaube, wenn ich richtig liege, 3 verschiedene Arten, das kam halt immer wieder. Und durch ganz viele medikamentöse Einwirkungen und auch durch Vollnarkosen oder sowas merkten wir, dass das auch mit dem, ja, mit dem Kognitiven dann irgendwann auch relativ früh nicht mehr so gut war. Das war schon so mit Mitte, Ende 60. Und ja, dann ist sie auch aufgrund demenzieller Störungen halt auch in ein Heim gekommen, nachdem sie auch zu Hause ein paar Mal irgendwie das Haus verlassen hatte, Herd angelassen hat und so, wie man das so kennt. Mhm. Und relativ in früher Erwachsenenzeit mit konfrontiert. Und dann hatte ich einen Großvater, der sehr, sehr lange von meiner fast gleichaltrigen, die war ein bisschen jünger, fast gleichaltrigen Oma zu Hause gepflegt worden ist. Da hatten wir dann auch einen ambulanten Pflegedienst, was am Anfang noch geklappt hat. Aber er hat dann wirklich, das kennt man ja auch so, völlig ungewollt und seinem Charakter überhaupt nicht entsprechend, so aggressive Schübe bekommen und dann war damit auch nicht mehr klargekommen. Und dann ist er damals auch meine. Und das habe ich alles sehr mitbegleitet, weil ich bei den Großeltern väterlicherseits eigentlich so gut wie zu Hause war. Ich habe sehr, sehr, sehr junge Eltern, die haben mich sehr früh bekommen. Und deswegen hat meine Oma väterlicherseits auch sehr lange für mich so eine Funktion übernommen, dass ich da Tag ein und Tag aus war. Okay, das war die Oma väterlicherseits, die deinen Opa gepflegt hat. Genau. Mhm. Okay, und da, wie alt warst du da, als dein Opa pflegebedürftig wurde? Da war mein Sohn schon auf der Welt. Der ist jetzt 18. Vielleicht war Lenny so 2 oder 3. Also es ist bestimmt, also er war vorher pflegebedürftig zu Hause, schon jahrelang. Und als er dann ins Heim gekommen ist, glaube ich, das ist so 15 Jahre her gewesen. Warum war er pflegebedürftig zu Hause? Ja, der hatte eine Art von Knochenkrebs, die aber ja im fortschreitenden Alter nicht mehr ganz so schnell sich entwickelt. Also ging das noch eine Weile, aber irgendwann war das für meine Oma einfach auch so eine starke Belastung. Die hatte wahnsinnige Arthrose in den Knien, konnte sich auch nicht mehr richtig bewegen und so. Und das war halt wirklich auch eine stramme Leistung von meiner Großmutter, sich so lange um diesen Mann zu kümmern, mit dem sie natürlich ihr ganzes Leben verbracht hat. Sie wollte ja auch nicht, dass der in den Heim kommt. Das ist ja immer, was die Angehörigen, ne, das tut denen ja in der Seele weh. Oder dieses Versagen, dass man denkt so, ich schaffe das nicht alleine. Aber Und dabei ist es so wichtig, auch nochmal zu sagen, wie wichtig ist es, dass pflegende Angehörige den Mut haben sollen, zu sagen, ich kann nicht mehr, ich brauche Unterstützung, ich brauche Hilfe. Weil es ist wirklich, es ist ein rund um die Uhr-Job. Ja? Also du bist immer, immer, immer da. Und, und du bist ja sehr, also viele sind ja dann auch selber älter und können auch nicht mehr so. Ne? Ja, und, absolut. Ja, wie meine Großmutter mit ihm zusammen abgebaut hat. Nicht unbedingt kognitiv, aber die war halt so an ihrer Grenze, weil die natürlich auch nachts immer raus musste. Wenn man jetzt überlegt, man ist jung und hat ein kleines Kind und weiß, man muss alle 2 Stunden oder vielleicht sogar jede Stunde aufstehen, da weiß jeder, wie fertig man ist. Wenn man dann aber ein Mensch über 70 ist und muss einen über 80-Jährigen pflegen, das zerrt so sehr. Genau, das ist eben nicht das kleine Kind, das du sozusagen jede Stunde vielleicht fütterst oder was du jede Stunde versorgen musst, ja, und von dem du weißt, es geht ins Leben nach vorne, sondern du versorgst unter Umständen deinen Mann, deine Frau, wie auch immer, und weißt, es geht eigentlich eher zurück, ne? Also es geht eher in den Abschied. Und das, finde ich, ist ja so eine Komponente, die dazukommt, dass du dein Leben so geteilt hast und jetzt plötzlich an so einen Punkt kommst, also wo du loslassen musst. Dass es keine lange Zukunft mehr gibt, sondern dass der Mensch, den man so lange hatte, mit dem man alles geteilt hat, auf einmal so anders ist. Mhm. Dass man oft sagt, ich kenne den nicht mehr wieder. Das ist ja auch so schmerzhaft, ne? Sich einzugestehen oder auch das nach außen hinzuzugeben. Also ich weiß, dass meiner Oma manche Aktionen meines Opas, die werde ich jetzt gar nicht so ausführen, das kennt vielleicht jeder aus der Familie, die waren der unglaublich peinlich. Die hat die uns manchmal erst nach ein paar Tagen erzählt, obwohl wir eigentlich jeden Tag vor Ort waren. Ne, was dann passiert. Ja, aber was meinst du jetzt zum Beispiel? Also ich muss es nicht sagen, aber... Nee, wenn es so zum Beispiel Sachen gibt, die gewalttätig sind, wo aber derjenige, der Patient, das gar nicht selber so weiß oder mitkriegt oder
auch gar nicht, aber es passiert einfach, ne? Absolut, absolut. Und das ist ja sozusagen eigentlich die doppelte Form der Überlastung. Also wenn du eigentlich sozusagen als Angehöriger dort stehst und versuchst, dein eigenes Leben in den Griff zu bekommen, musst deinen Partner loslassen, musst ihn pflegen, dann gibt es sozusagen so eine Persönlichkeitsveränderung, die du einfach überhaupt nicht verstehen kannst. Was passiert mit diesen Menschen? Und er entgleitet dir quasi sozusagen im Geist, ne? Das stelle ich mir auch wahnsinnig herausfordernd vor und auch echt schwer. Also ich habe da wirklich großen Respekt vor, wie Menschen das machen. Ich habe ein Interview mit Bruce Danell geführt, der war pflegender Angehöriger, was man so nicht denkt. Der hat 2,5 Jahre seinen Partner gepflegt, der krebskrank war und hat das in den Jobs irgendwie verbunden, hat alle freien Minuten bei ihm verbracht, dann später im Hospiz ihm gewaschen, so oft es ging, also wirklich alles gemacht und er hat immer gesagt, das ist die letzte Reise. Und das Tolle war nach diesem Interview, das habe ich online gestellt, auch bei YouTube, ist wahnsinnig oft jetzt angeguckt worden seit Samstag. Ich bekomme so viele Nachrichten von pflegenden Angehörigen und aber auch von Pflegekräften, weil er hat es so gewürdigt. Er hat nochmal klar gemacht, was haben diese Menschen für einen guten Job gemacht, wenn ich nicht da war, ja, mich zu vertreten eigentlich. Also da kommt Pflegerolle ja, bekommt nochmal eine andere Bedeutung. Aber er hat so viel Mut auch pflegenden Angehörigen gemacht, was ich echt... ja, ganz, ganz berührend finde. Also wenn du es noch nicht gesehen hast, ist ja gerade erst draußen, dann guck mal rein. Es ist eine Seite von ihm, die man so nicht vermutet. Ne? Also er wird ja ganz so oft belächelt und ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich habe eine Stunde einen sehr starken, tollen, wahnsinnig reifen Mann erlebt, der mit so viel Liebe gesprochen hat, wie er seinen Partner in den Tod begleitet hat und gesagt, das war die beste Reise seines Lebens. Das ist schon fast beeindruckend. Ja, so, dass man zitieren kann, dass einfach der Anfang und das Ende zum Leben dazugehört. Weil das ist ja wirklich erst am Ende, wenn der Tod da ist, zu Ende. Und deswegen gehört der Tod dazu. Und das sage ich natürlich jetzt mit so viel Abstand, weil ich so einen ganz engen Angehörigen, außer meine Großeltern, die ja praktisch die Generation überspringen oder kein Partner sind oder nicht die Eltern sind, noch nicht erlebt habe, so ganz eng. Aber es ist einfach so, früher, wenn man sich das anguckt, wenn Familien zusammengelebt haben, dann hatten die auch immer das Zimmer, wo dann alle nochmal hingehen konnten und sich dem Sterbenden nochmal widmen konnten und vielleicht nochmal berühren konnten. Und so. Heutzutage wird das immer alles so abgekapselt und ich weiß gar nicht, ob das so richtig ist, weil dann können wir es noch weniger checken, dass das dazugehört. Ja, absolut. Und ich hab die Erfahrung gemacht, also ich habe ja viele Menschen auch begleitet. Ich erzähle das jetzt gerne nochmal, weil ich es total wichtig finde. Ich habe meinen Vater letztes Jahr auch verloren, also er ist an Krebs gestorben. Und ich habe den die letzten 10 Tage komplett begleitet. Also ich habe jede Nacht dort geschlafen und so. Und wirklich in dem Zimmer, in dem er auch lag, und meiner Mutter mich abgewechselt und so. Und ich hatte immer so ein bisschen Sorge und habe natürlich viele Menschen begleitet durch meinen Beruf in den Tod. Aber ich habe immer gedacht, wie ist das bei Mama oder Papa? Wie wird das sein, wenn dem Mensch so nah ist? Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, das war für mich und meinen Vater eine extrem gute Erfahrung. Und zwar, weil das, was du gesagt hast, wir haben das Haus aufgemacht, wir haben noch Menschen angerufen. Es kam sein bester Freund, die ich kenne, seitdem ich denken kann. Ne? Die kommen da rein und das war so berührend, also so zu sehen, also ich habe versucht, so offen wie möglich dieses Thema zu gestalten und klarzumachen, er wird jetzt gehen und jetzt machen wir das hier auf und zeigen das. Und das war für meine Mutter, glaube ich, auch echt ein guter Abschluss, ein guter Weg. Wir haben ihn auch dann zusammen gewaschen und so. Das war echt, also es war wirklich magisch und schön. Also so komisch das klingt, sowas so zu sagen, aber da kann ich Mut machen. Ja, das finde ich toll. Ich habe jetzt gerade eine sehr, sehr gute Freundin, die hat auch ihren Papa verloren vor 1,5 Wochen und das ist übermorgen die Beerdigung, auch eine sehr, sehr enge Freundin von mir. Und sie ist auch im pflegerischen Bereich tätig und sie hat ihn auch begleitet bis zum Schluss. Und sie hat genau eigentlich das gleiche Bericht, auch wenn das so wahnsinnig traurig ist. Ja. Und trotzdem ist es ein Geschenk, weil wenn das so in der Klinik passiert oder im Pflegeheim, das ist dann trotzdem nochmal so weit weg. Und natürlich ist das kein Vorwurf an irgendwen, dass man das jetzt alles zu Hause regeln sollte. Aber es ist einfach ein Geschenk, wenn man das kann und wenn man diese Fähigkeit dazu hat. Ich weiß auch nicht, ob ich das jemals könnte, aber ich glaube einfach, man kann diesen Übergang einfach besser begreifen. Auch wenn man es nicht richtig verstehen kann, aber man kann es besser für sich greifen. Ich habe gar nicht so Befürchtung, weil du hast eben was Entscheidendes gesagt, deswegen bin ich eben auf die Idee gekommen, weil du gesagt hast, es kann doch nicht so gut sein, dass wir das Thema so wegdrängen und wegdenken und so hinter Mauern bringen. Und ich glaube, das ist eigentlich der wichtigste Weg, also die Offenheit zu haben, zu sagen, das ist kein Tabu, das ist Leben. Also das ist sozusagen der letzte Schritt im Leben und der gehört irgendwie dazu. Ja, mega. Mega, mega. Und darf ich noch mal kurz was zu Oma Liesel fragen? Ja, frag. Wie alt warst du denn da? Also wo hat die denn gelebt? Bei euch zu Hause oder wie war das?
alleine in ihrer Wohnung gelebt, aber es war dann auch jemand natürlich immer wieder mal da, aber sie war stundenweise auf jeden Fall alleine. Und dann, ich weiß nicht mal mehr, in welches Pflegeheim sie gekommen ist, aber ganz in der Nähe. Also es war immer ganz nah für uns, dahin zu fahren. Und dann, ich war da, glaube ich, 24 oder 25, als sie gestorben ist. Okay. Ja, oder ich bin nicht ganz sicher. Nee, das stimmt gar nicht. Guck mal, jetzt erwischte mich hier, ne, mit den ganzen Zahlen. Das ist schon. Nein, macht ja nichts. Nee, das stimmt gar nicht. Ich muss schon Ende 20 gewesen sein. Ja, genau. Aber es war trotzdem, ich war halt immer, oder ich bin ein extremer Familienmensch, auch wenn man okay. Das hier auf Insta nicht sieht, weil ich habe hier keine Kinderfotos. Meine Kinder sind auch beide erwachsen, ne? Mein Sohn ist 18, meine Tochter ist 26. Mega. Und ich bin seit ewigen Zeiten, ich sage immer, als die Dinosaurier noch lebten, mit meinem Mann zusammen. Und Insta ist für mich eine Plattform, die ist nie so privat wie jetzt mit dir hier. Also das ist schon auch was Besonderes. Aber ich bin so ein totaler Familienmensch und deswegen finde ich auch, dass dieses Thema Pflege, was für die Familie irgendwie auch so, ja, so ein schwieriges Thema oft ist, dass man das auch in der Familie immer besprechen muss und miteinander ganz transparent halten muss. Ich habe selber keine Geschwister und deswegen ist das auch was, ja, wo ich mit meinen Eltern auch teilweise jetzt schon ganz offen drüber rede, obwohl die noch sehr jung sind. Ja, das ist auch gut. Also ich finde es auch total wichtig, da ehrlich drüber zu sprechen. Also weil es war, also bei uns war das immer so ein bisschen ein Tabuthema. Meine Mutter hat da große Schwierigkeiten mit gehabt. Also wie wird das sein mit Pflegebedürftigkeit? Wie entwickelt sich das? Mhm. Und aber so die letzte Woche, als er dann, also bevor er sozusagen in so ein Delirium gefallen ist, ging es wirklich nochmal sehr konkret auch so um wirkliche Fragen, wie willst du eigentlich beerdigt werden? Und wir haben dann so Modelle entwickelt, okay, wir machen das über Holland und dann wirst du in so einen Baum, also die machen so Bestattung, wo man in die Wurzel des Baums kommt und dann kommst du auf deine Lieblingswiese und so. Also das war mega. Also ich hätte wirklich nie gedacht, ich hatte jetzt nicht das beste Verhältnis zu meinem Vater, muss man sagen. Ne? Und das hat sich wirklich so in den letzten 2, 3 Wochen nochmal für mich ganz anders gezeigt. Also ich habe so das Gefühl, mein Vater und ich, wir haben 3 Wochen mal mit der Peitsche nachgeholt, nur so im Schweinsgalopp irgendwie wichtige Themen. Und das ist großartig. Also es ist so wichtig, das zu besprechen, das zu sagen. Ja, ja, oh, Wahnsinn, wie schön. Und jetzt sag doch mal, jetzt lüften wir fast das Geheimnis. Du hast am Montag Kontakt zu einer Pflegekraft gehabt. Genau. Ja. Warum denn? Aber viele meiner Follower wissen das zumindest auch. Also ich habe sehr, sehr spät in meinem Leben, habe ich nochmal studiert. Also ich bin ja eigentlich Schauspielerin immer gewesen und bei Schauspielern ist das, oder bei Schauspielerinnen, gar nicht auch ohne das Sternchen sagen, ist es ganz oft so, dass es oft so einen Punkt gibt, wo es dann nicht mehr so klappt, dass dann nicht jeder jeden Tag noch anruft. Und dann dachte ich so, Mensch, ich bin eine Macherin, dann muss ich nochmal mich auf irgendwas anderes konzentrieren. Und dann habe ich mit über 40 nochmal Sprachtherapie, akademische Sprachtherapie studiert. Wollte das eigentlich in Bezug auf Stimme und Sprachtraining und so, damit es mit dem Schauspiel zu tun hat, machen. Und dann hat mich direkt ab dem ersten Semester die Neurologie gepackt. Also neurologische Sachen in Bezug auf Schädelhirntrauma, ganz viel Hirnforschungssachen, ganz viel Aphasien, also Sprachverlust, Nachschlaganfällen und so weiter. Das fand ich alles mega spannend und ja, und dann habe ich mich immer weiter spezialisiert und bin jetzt in einem so rotierenden Dienst in einer Klinik tätig, schon seit 2016. Da hatte ich meinen Studiumsabschluss auch und seit 2016 arbeite ich halt auf einer Stroke, auf einer Schlaganfallstation und das mache ich immer nur an den Wochenenden oder an den Feiertagen, damit bloß kein Dreh oder mir durch die Lappen geht. Und ja, und ich bin sehr, sehr happy mit diesem zweiten Job, weil das was ist, was nochmal eine ganz andere Komponente in mein Leben gebracht hat. Und was war das, was dich da so fasziniert hat? Hast du eine Idee? Weil Neurologie ist ja, also ich schreibe auch jemand gerade, Jenny schreibt das, Neuro ist ein toller Fachbereich, habe ich auch lange als Physio gemacht. Mhm. Aber kannst du dich erinnern, oder im Vergleich zu den anderen Bereichen, die du ja vermutlich auch kennengelernt hast, was ist denn da die Faszination? Ja, ich hoffe, es gucken jetzt nicht zu viele Logos zu, die so extrem an Kindersprache orientiert sind. Das war mir irgendwie so langweilig. Ich bin natürlich total froh, dass es ganz viele gibt, die Kindersprache machen und so. Aber ich fand irgendwie auch diese Rekonstruktion, dass das Hirn sich so auch wieder rekonstruieren kann nach so einem großen Insult, also nach so einem großen Ereignis im Kopf.
fand ich von Anfang an so spannend und hatte halt im ersten Semester direkt Aphasiologie 1 und habe das wirklich aufgesogen. Es war unheimlich schwierig für mich, das alles erstmal zu lernen, die ganzen Strukturen, die ganzen Nerven, die ganzen Hirnareale und so weiter. Aber das hat mich gepackt und ich finde das interdisziplinäre Arbeiten auf der Stroke auch toll. Dass man einmal hat man ein Gespräch mit dem Neurologen, dann kommt der Psychologe dazu, dann muss man auch mit dem Pfarrer teilweise sprechen, weil dann religiöse Leute darunter sind oder gläubige Leute. Dann ist man mit den Pflegeleuten dran, dann kommt der Ergotherapeut, Physiotherapeut. Ich finde es einfach toll. Das ist für mich ein Gesamtpaket, ja, dass man den Patienten an allen Seiten irgendwie greift und abholt und zusammen wieder auf die Spur bringt. Das finde ich schön. Ja, mega, mega. Und sag mal, aber wie kamst du genau darauf? Also ich meine, Sprache ist natürlich ein Thema, auch bei Schauspielern, ne? Sprecherziehung und so. Ja, auf jeden Fall. Also du meinst Sprachtherapie. Warum ich auf Sprachtherapie? Ja, genau. Da habe ich noch eine ganz andere Geschichte. Und zwar mein Sohn, der hatte auch eine Zeit lang Sprachtherapie und kam immer sehr glücklich aus diesem Zimmer der Sprachtherapeutin. Und dann dachte ich so, das ist ja ein cooler Job. Was macht die denn da drin? Und wie kann man das machen zusätzlich neben der Schauspielerei? Und dann habe ich mich mit der Therapeutin unterhalten und sagte, ja, da kann man entweder ja, Sozialpädagogik erstmal studieren oder Sprachtherapie. Ach, Sprachtherapie gibt es hier übrigens auch in Köln. Und dann dachte ich so, ach, bewerbe ich mich mal. Und dann hatte ich ja so 3, 4 Wartesemester mehr als andere, weil der NC ist extrem hoch. Ja. Also ich war als 1,2 und ich glaube, ich habe ein Abi mit 2,6. Ich habe aber sofort den Studienplatz bekommen. Na Und also. mich sehr gewundert damals, weil wir waren extrem zweigeteilt. Die haben sowieso, glaube ich, nur 21 Leute genommen. Und wir waren echt so halbe halbe, ganz junge Frauen und dann sehr viele Frauen ab Mitte 30 bis Mitte 40. Ja, cool. Und dann bist du da rein, aber wie hast du das mit Jobs gemacht? Weil ich meine, das Studium ist ein Vollzeitstudium, oder? Genau. Ich habe tatsächlich, ich glaube, 2013, 2014, 2015 habe ich noch gedreht. Ich hatte ganz tolle Kommilitonen, die mir dann die Sachen auch immer wieder mitgeschrieben haben und so. Und 2016, das war das Jahr meiner Abschlussarbeit, da habe ich auch noch selber so ein Buch geschrieben mit meiner Kommilitonin zusammen. Und dann habe ich keinen Dreh. Da habe ich, also in 2016 habe ich tatsächlich Drehs abgesagt. Und wie das dann so ist, denkt man, ach komm, dann lässt du jetzt die Schauspielerei, weil vorher lief es ja auch schon nicht so gut und dann kommt die Schauspielerei wieder. Sobald Ja. man jetzt kommt es ja wieder, ne? Ja. Ja, Entspannung reinbringen. Das ist das systemische Gesetz, ne? Ja, Den Fokus anders setzen und schon geht's auf. Genau. Kenne ich aus meiner Arbeit, also eben im Coaching, da ist das auch ein Riesenthema. Also den Leuten klarzumachen, ja, den Fokus verlagern, System verändern, also andere Haltung einnehmen und zack, verändert sich schon. Und wie, du hast ein Buch dann noch mit deiner Kommilitonin geschrieben. ja, Was habt ihr denn gemacht? echt, aber das wird in der Uni genutzt auf jeden Fall. Also wenn ich das Thema jetzt noch aufmache, ist es, glaube ich, zu weit greifend. Du kennst es bestimmt, selektiver Mutismus bei Kindern. Und das heißt halt, dass Kinder also selektiv in ausgewählten Situationen einfach schweigen, weil die mit irgendwas überfordert sind oder so. Und da haben wir ein ganz süßes Buch geschrieben. Ich schicke dir mal ein Foto davon. Das ist aber nie, wir haben es nie an einen Verlag gegeben, weil das war mir damals dann auch zu viel noch mit diesen ganzen Auflagen, die man dann hat von der Uni, weil das war ja die Abschlussarbeit, die wir für die Uni geschrieben haben. Und dann war dann der Professor noch mit drin und mit dem Dekanat hätten wir uns dann einigen müssen und das war mir zu viel Arbeit dann. Ja, verstehe. Okay. Ja, aber wer weiß, ich meine, jetzt mal gucken, was passiert, ne? Mal gucken. Genau. Und sag mal, jetzt noch mal kurz, also Stroke Unit ist ja echt ein sehr spannendes Feld. Hier kommen total viele Nachrichten auch gerade rein von Menschen, die auf neurologischen Intensivstationen arbeiten. Und Jeck Waldorf, ich weiß natürlich nicht, wer Jeck Waldorf ist, aber der hat eben geschrieben, Neurologen versorgen alleine in Deutschland 1 Million Patienten im Jahr. Oder? Ja. Das ist echt Wahnsinn. Naja, aber die ganzen Schlaganfälle, ne, die Ja. ganzen neurodegenerativen Erkrankungen, ALS-Patienten, ich meine, ne, Muskeldystrophien und so. Ja. Oder bei Ja. schönen halt die Leute, die es wirklich komplett zerhagelt mit dem Kopf, ne? Also ich habe auch Genau, schon Querschnitt. 4 Wochen lang irgendwann mal, ich weiß gar nicht, ob ich das hier sagen darf. Ich glaube, den Namen darf ich nicht sagen, aber einen sehr berühmten Patienten gehabt, der kommt aus der Politik, sage ich jetzt einfach mal. Und der ist mit dem E-Bike gestürzt und hatte keinen Helm an. Und den habe ich 4 Wochen lang, da habe ich damals in Fallen da, habe ich auch relativ lange gearbeitet in der BDH-Klinik und den jeden Tag bearbeitet. Und solche Sachen passieren halt auch, ne? Mit den E-Bikes, dass die Leute meinen, so Helm sieht blöd aus. Und da haben wir auch relativ viele Fälle gehabt.
Schön, dass du es sagst. Ich fahre auch E-Bike. Mit Helm natürlich, Marc. Natürlich. Total, total. Gut. Okay, kommen wir. Jetzt sagen oder was? Kriegst du Schimpfe mit mir? Das ist das Praktische, wenn man nur virtuell Kontakt hat. Naja, genau. Nein, jetzt interessiert mich natürlich, also Stroke Unit, super spannendes Feld. Und da sind natürlich Pflegekräfte. Wie läuft es dann? Also, ich meine, du bist ja mit denen, das sind ja die, die immer da sind, ne? Das Also, ich sind. meine, du bist ja sehr, also du bist ja sozusagen nicht die ganze Zeit am Patienten, aber die Pflege ist ja eigentlich immer da. Und Wie das ist das? super schätze. Ich finde immer so, die Pflegekräfte sind immer die, die wissen alles. Jetzt will ich keinem Arzt auf den Schlips drücken, aber wir haben natürlich auch wirklich super Leute da, finde ich. Und ich habe da natürlich auch meine Lieblingskollegen und so. Und innerhalb von 5 Jahren kristallisiert sich das ja auch raus, auch selbst wenn man immer nur in so einem rotierenden Dienst arbeitet. Aber wenn ich da irgendeine Frage habe, die haben immer eine Antwort. Und wenn man manchmal so die Dienste, ich meine, das ist aber auch gemein, ne? Gerade am Wochenende und bei den Feiertagen haben die diensthabenden Ärzte irgendwie alle Stationen. Und wenn du da fragst, dann sagt er immer so: Frag die so und so, die weiß das. Das ist eine Schwester oder ein Pfleger. Oder nicht mehr Schwester, meine Güte. Man sagt ja, ne? Pflegerin. Ja, genau. Es sind ja alles demnächst, also generalistisch Pflegefachfrauen und Pflegefachmänner. Genau. Und das sind sie. Das sind alles Fachleute. Absolut. Absolut. Genau. Wirklich, also ich finde auch, ne, wenn ich das sehe mit dieser Medikamentengabe, dass die das alles so drauf haben, dass das wie so ein Uhrwerk getaktet ist, also das bewundere ich total. Wirklich. Aber das war kein Thema für dich, ne? Also so Pflege? Nee. Nee, Nee. das war nie ein Thema für mich, weil das wäre ja dann ein Ausbildungsberuf gewesen. Und ich hatte wirklich zu dem Zeitpunkt damals, als ich noch gar nicht wusste, wo die Reise dann hingehen wird, hatte ich unbedingt vor, ich will noch mal studieren. Ich möchte noch, also Schauspiel habe ich ja auch studiert am Theater der Keller, aber ich wollte dann noch mal ein Studium machen, weil ich wollte einfach noch mal wissen, ob ich das hinkriege. Und dann hatte ich einen ganz, ganz tollen Dozenten und den nenne ich jetzt einfach mal Marc, den mal, ne? Das ist für mich der Superguru der Dysphagie. Dysphagie heißt Schluckstörung. Das ist der Ulrich Birkmann und das war mein absoluter Lieblingsdozent. Und der ist auch in der Klinik tätig, wo ich bin. Und ja, von dem habe ich super viel gelernt. Und ja, der hat mich auch so ein Stück weit mit auf diese Reise genommen, dass ich das unbedingt machen wollte. Schön. Naja, aber das ist ja immer so, jetzt mal egal, was man lernt, wenn du Menschen hast, Mentoren, Lehrer hast, die dich begeistern, also mit dem, was sie tun, dann ist es einfach, dann passiert's, ne? Dann verliert Ja, man sich viel schneller. absolut, Ja, absolut. absolut. Und sag mal, ich weiß, dass ich jetzt ein bisschen hin und her springe, wir waren ja schon bei deiner Familie. Du, aber sag nur mal kurz, also du hast ja, wir haben ja schon mal ein Vorgespräch gemacht, ne? Zumindest so ganz grob, aber du hast gesagt, es gibt irgendwie, es gab noch mehr Pflegeerfahrung als mit den beiden, oder habe ich das falsch in Erinnerung? Nee, das hast du falsch in Habe ich Erinnerung. falsch. Mit so vielen Leuten wahrscheinlich gesprochen. Also es war der Vater väterlicherseits und die Mutter mütterlicherseits. Ah ja, okay. Ach so, und ich dachte, mit Omas und Opas habe ich irgendwas durcheinander gebracht, warum du so viele Omas und Opas hattest und so. Ja, Aber das genau. war das, dass du bei denen viel Zeit verbracht hast, ne? Genau. Ah, okay, verstehe. Und sag mal, und dann hast du doch diese wunderbare Rolle als Notärztin gehabt. Das habe ich perfekt gemacht. Also ich habe immer so mit der totalen Ahnungslosigkeit die absolute Kompetenz gespielt. Kann ich super. Es war halt mega lustig. Es war ein Dreh, der wahnsinnig schnell gehen musste. Und ja, das kann man sich manchmal gar nicht so vorstellen, wenn man dann zu Hause schön am Fernseher sitzt und denkt, was reden die Idioten da? Es ist manchmal schwierig, halt 25 Minuten am Tag zu produzieren und das auch Ja. als klinische Action-Serie daily ist schwierig. Und dann hatten wir einen medizinischen Berater, der war Notfallsanitäter, der wirklich komplett ausgebildet war. Und sein Name war immer im Abspann damals. Und der kam manchmal nicht mal mehr dazu, uns kurz vor den Szenen zu instruieren. Und dann habe ich eine Sache gemacht. Wenn jetzt Mediziner hier zugucken, dann werden die wissen, dass das so gar nicht geht. Da habe ich irgendwie, glaube ich, gesagt, ich brauche einen 30er Tubus oder so. Und dann wurde das so gesendet. Und ich glaube, man nimmt einen Achter oder so für einen Erwachsenen. Ne? Also 30er. Geil. Lazarus gewesen. Oder auch andere Szenen. Wir hatten eine Hubschrauberlandung und dann hat das ganze Team irgendwie den Verletzten auf die Trage gehievt und so. Und der Hubschrauberpilot und ich, wir rennen in die eine Richtung, weil wir so instruiert waren irgendwie von der Aufnahmeleitung. Und die Leute mit der Trage rennen in die andere Richtung, weil das irgendwie geregelt war. Und wir rennen und rennen im On, also die Kameraden und ich sage auf einmal so: Wo bleiben die?
Sachen sind da passiert. Ne? Oder auch, was mir auch. Ich habe jemanden mit diesem Laryngoskop, also das heißt, ne, wenn man intubiert, habe ich intubiert, aber wir hatten keinen Sauerstoff dabei. Der war einfach intubiert und wir haben ihn abtransportiert. Also er wäre innerhalb von Sekunden gestorben. Also ihr hattet sozusagen den Schlauch drin, aber kein Gerät dran. Hatten wir dann nicht. Genau. Guck mal, die Rolle, dank der ich in der Medizin gelandet bin, schreibt hier... Ja, die Jenny, die kenne ich. Hallo, Jenny. Ach, das ist die Jenny, die du kennst. Die hat doch eben eine Physio geschrieben. Ja, das kann sein, dass sie dir geschrieben hat. Aber Jenny beobachtet mich, glaube ich, in den Social Media, seitdem ich damals die Dr. Judith Voss gespielt habe. Genau. Und ich meine sogar, Jenny, ich hoffe, ich sage nichts Falsches, ich meine sogar, sie ist Physiotherapeutin geworden. Ja, genau. Das meine ich. Sie ist das, die gerade geschrieben hat. Bin in der Physiotherapie, in der Neurologie. Ja. Genau. Sie knutscht und winkt. Oh, schön. Sehr gut. Aber das heißt, damit ich es jetzt nur richtig verstehe, du hast die Judith Voss gespielt, bevor du sozusagen Sprachtherapeutin geworden bist, oder? Ja, klar. Ja. Okay. Sonst hätte ich da ein bisschen diskutiert. Okay. Okay, das ist gut. Weil wie bist du dann in der Ausbildung, hast du da oft drüber nachgedacht, was ihr da gemacht habt? Ach, eigentlich haben wir sogar direkt danach immer, weil dann derjenige natürlich, der dafür verantwortlich war, danach immer zu uns kam und sagt, was hast du denn jetzt schon wieder gemacht? Und ich so, hat ja keine Ahnung, das stand da so. Und wenn die Autoren dann manchmal auch nicht so versiert waren, ja, dann ist das halt so gelaufen. Aber ich habe das eigentlich so mit so einem zwinkernden Auge gesehen, weil das ist, ne, wir bilden da nicht unbedingt die Realität ab. Und ich finde, wenn man solche Fiktionsformate hat, muss es nicht die Realität sein. Ich bin auch oft so, wenn ich mit meinem Mann Fernsehen gucke, der sagt, das kann doch gar nicht so sein. Dann habe ich gesagt so, Schatz, dann guck doch eine Doku und nicht einen Film. Ne? Ja. Und ich finde, wir sagen beim Drehen immer Wirkung vor Logik. Und das stimmt oft. Ja, das ist lustig, weil ich meine, jetzt mache ich ja nur so ganz kleine Mini-Formate, aber der Krissel, der das mit mir macht, ist halt Profi. Ne? Also der dreht halt woanders sonst. Und das ist auch manchmal so lustig, weil ich dann immer sage, nee, aber das müssen wir jetzt anders machen, das ergibt so keinen Sinn. Ne? Und dann so, ja, okay, aber fürs Bild wäre das ganz schön. Und wenn du dann von da und so, dann denke ich mal, ja, aber das machen wir jetzt irgendwie nicht, weil das keinen Sinn ergibt. Aber du dokumentarisch, ne? Das ist ja das ist eine ganz andere Form dann auch. Genau, ne? Genau. Aber trotzdem geht es natürlich auch ums Bild. Ne? Also ich meine, das habe ich jetzt auch gelernt, wie wichtig es ist, dass das Bild stimmt und dass die Atmosphäre stimmt und so. Ja. Ja. Manchmal so auch so Kleinigkeiten, die wirst du in der Doku auch haben. Ich habe jetzt hier so eine Tasse Tee, ne? Wenn ich die Tasse hier so normal halte, dann ist es manchmal, je nach Einstellung, musst du die so halten und das Publikum sieht sie aber so, wie sie gerade war. Ja. Weißt du? Und das ist auch manchmal, wenn man das noch nicht gewohnt ist, dann denkt man auch so, wie, ich halte jetzt die Tasse direkt hier, aber vom Bild her sieht es viel besser aus. Kann ich nur bestätigen, wir haben die in der Folge 2, gibt es auch eine Situation, dass die Pflegekraft, die wir da begleitet haben, auch das Tablet einmal so hält, ja, also aus Sicht des Patienten, aber weil es für die Kamera toll aussieht, weil man dann oben sozusagen, also mit der Kamera von oben drauf guckt, ne? Also okay, aber es ist schon ein bisschen merkwürdig für uns, die sonst sowas nicht machen. Genau, in den meisten Serien und Filmen leider Standard. Denke auch so. Oft, falsch. Ja, so passiert das halt. Oh. Genau, und sag mal, ich ist ja so, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, ich habe jetzt ganz viel mich vorbereitet auf meine Folge 3, weil Folge 3 soll sich um das Thema Altenpflege kümmern. Mhm. Weil ich irgendwie gemerkt habe, so die Altenpflege geht wahnsinnig unter, muss man sagen. Ich bin ja auch in einem Heim und helfe da mit, seit Corona, also seit letztem Jahr. Und habe da mit dem Jimbo, das ist auch jemand, der ist Altenpfleger und der ist unglaublich vernetzt und bloggt unglaublich viel und so, haben wir Vorurteile gesammelt. Und das war total erschreckend, weil dann haben, also es waren etliche 100 Rückmeldungen von Altenpflegern, was ich wirklich toll fand, weil wir haben einen Live-Chat gemacht mit der Frage, welches Vorurteil sollen wir angehen in der Altenpflege? Und das Erschreckende ist wirklich, ich glaube, über 50% haben gesagt, die meisten Menschen haben das Vorurteil, ich bin ein Arschabwischer. Das ist die Idee zur Altenpflege. Und weiß nicht, kennst du Leute aus der Altenpflege? Also ich kenne jetzt niemanden, mit dem ich dauerhaft irgendwie Kontakt habe, aber dadurch, dass ich ja damals sehr, sehr viele Praktika machen musste während meines Studiums, musste ich natürlich auch vor Ort arbeiten. Ne? Teilweise hast du dann auch da therapiert und so. Und wenn man sich überlegt, was die auch alles leisten, ist das so eine Unverschämtheit, dass das so diesen Beruf anhaftet. Ja. Und da ist auch so viel Herzblut drin. Ich weiß, es gibt natürlich, und das wird ja auch aufgedeckt, es gibt auch Heime, die laufen wirklich nicht rund, das stimmt. Ja. Aber da ist
nicht die Mehrzahl, sondern in der Mehrzahl ist es so, dass es super läuft, weil wenn irgendwas nicht läuft, werden die so auseinandergenommen in den Medien und man muss sich mal überlegen, wann das das letzte Mal aufkam. Oder auch wenn ich mir überlege, wie das jetzt in der Corona-Krise gelaufen ist, wie viele da gekämpft haben, damit nicht ihre alten Menschen komplett isoliert sind. Und sie waren extrem lange nur Ja. isoliert. Und ich weiß auch noch, dass bestimmte Politiker, ich weiß es vom Laschet auf jeden Fall, dass der gesagt hat, das ist der größte Fehler der ganzen Corona-Krise, dass diese Menschen so alleine gelassen worden sind. Und wenn man sich dann vorstellt, dass man als Pflegepersonal da dann das gestemmt hat, dann kann man, ich mag das gar nicht wiederholen, das Wort, aber dann kann man denen auf gar keinen Fall so ein Wort um die Ohren hauen. Absolut, absolut. Aber ich gehe trotzdem auf die Suche nach diesem Vorurteil und habe dann gesagt, okay, wer hat Bock mir seine professionelle Altenpflege, also wer zeigt mir die professionelle Altenpflege, weil es natürlich total voller Konzepte ist, ja. Also es gibt ja sozusagen genau da, wie auch im klinischen Bereich, in der Krankenpflege, Konzepte der Altenpflege. Wie geht man mit bestimmten Bereichen oder Phasen des Lebens um? Was ist biografische Arbeit und so? Und das Tolle ist, mir hat dann eine, also ich habe tatsächlich ein paar gehabt, die sich nur gemeldet haben. Ich weiß nicht, ob es Ängste gibt, sowas zu zeigen oder Arbeitgeber gibt, die es nicht wollen. Es hat sich dann eine gemeldet und die ist es nämlich jetzt auch geworden, eine Altenpflegeschülerin, die jetzt kurz vorm Examen steht. Super. Und die hat mir eine Nachricht geschrieben, also drei Insta-Nachrichten untereinander, weil es gar nicht gepasst hat in eine. Die hat das ganze Konzept des Hauses mir geschickt, die Links. Die hat erklärt, was sie glaubt, was an diesem Haus besonders ist. Und es ging gar nicht um sie, sondern sie wollte sagen, wir machen das, wir leben das. Und da drehen wir jetzt. Und da werden wir sozusagen einen Altenpfleger, einen Kollegen von ihr nehmen, ne, und ihn begleiten und sie. Da ich dachte, ja, ist doch mega, die macht jetzt ihr Examen. Wie schön ist das, von diesen Menschen zu hören, warum ist das mehr als Hintern abwischen, nennen wir es mal so. Ja, genau. Ja, und nicht nur Kaffee trinken und ausruhen. Und es gab wirklich auch Vorurteile, die Leute gehört haben, ihr verdient doch genug und ihr seid doch alle nur dumme Hauptschüler. Und also, das sind die Argumente, die Vorurteile. Also ihr verdient genug, da würde ich jetzt direkt mal sagen, nein, in diesem verdient man nirgendwo genug. Also man verdient zumindest nicht das, was man eigentlich verdient hätte. Ah, Also, Philipp, guck mal, da ist er. Philipp. Philipp 09 BVB. Du bist dabei, Philipp. Dich lerne ich nächste Woche kennen. Das ist unser Altenpfleger. ja, super. Ja, Marc, ich finde es auch so toll, dass du dich dieser ganzen Sache auch so medial angenommen hast. Und ich hoffe wirklich, also ich meine, mein Kollege Kai war ja auch, ne, Kai Schumann war ja auch bei Yeah. dir. Ich habe gesehen, Mirja Boos hat sich oder Boos hat sich dafür eingesetzt. Ich weiß immer nicht, wie sie ausgesprochen wird. Wie wird sie ausgesprochen? Bös. Boos. Die Bös. Dabei dann Bruce Sennell hat es jetzt gemacht und so. Und ich hoffe, dass es noch so viele Leute mehr gibt, die dich weiter pushen und die dich auch unterstützen, weil es einfach wirklich, also ich meine, ob man das jetzt glaubt in jungen Jahren oder nicht, es ist Thema für jeden und für jede. Es ist so. Ja, deswegen schreibe ich auch, Pflege geht uns alle an. Das ist wirklich ganz spontan beim ersten Post entstanden, dass ich irgendwie dachte, es stimmt eigentlich, es geht uns alle an. Und das zieht sich wirklich durch. Und ja, ich bin auch mega begeistert. Ich bekomme wirklich ganz viele Rückmeldungen. Ich habe allein die Woche noch 5 neue Patenrückmeldungen gekriegt, die mitmachen. Es ist mega. Also jetzt auf einmal geht wie so eine Lawine los und es passiert mehr. Ja, das ist toll, weil ich gebe dir recht, weißt du, was das Tolle ist? Also Menschen wie du, die in der Öffentlichkeit sind, die Schauspieler sind, von denen man jetzt auch weiß, also ich wusste es vorher ehrlich gesagt auch nicht, ja, dass du sozusagen auch noch einen Beruf im klinischen Bereich hast, aber es ist so wertvoll und so wichtig zu sehen, dass Menschen wie du und deine Kollegen, ja, in der Öffentlichkeit die Stimme geben. Also wirklich, der Bruce hat das so in dem Interview gesagt, was hat er gesagt? Ich habe eine Stimme und ich muss diese Stimme deutlich machen. Ich muss diese Stimme deutlich erheben und sagen, die Pflege ist wichtig und die muss gewürdigt und gewertschätzt werden. Und die, die uns pflegen, müssen mehr gepflegt werden. Und das war irre. Aber Und das so ist ist, es. dass die, die uns pflegen müssen, mehr gepflegt werden. Das finde ich auch einen super schönen Satz. Ich auch. Ich auch. Genau. Ja, und ach, mega, mega, mega. Nein, und es passiert gerade ganz viel und ich bin auch wirklich sehr aufgeregt und es ist irgendwie ein bisschen viel Arbeit, muss ich ehrlich sagen. Aber Das am Anfang, oder? Dann kommt so eine Welle und das ist dann auf einmal wirklich viel, ne? ja, total. Und weil ich aber jetzt auch merke, weil diese Würdigung, also wie ne, Menschen wie du, die sich sozusagen dorthin setzen, weil das sozusagen so eine schöne Würdigung für Pflegekräfte ist. Ganz am Anfang hat die Jenny das geschrieben, die Halbtagsheldin, ist auch eine Patin. Die hat geschrieben, danke, dass ihr euch für uns einsetzt. Und ich glaube, das trifft es eigentlich. Danke, dass ihr uns anders zeigt. Und die Prominenten sind einfach eine Riesenchance, das lauter und größer zu machen.
Das stimmt, dass wir diese Riesenchance haben durch unsere Reichweiten. Jetzt habe ich natürlich noch nicht so einen riesen Insta-Account. Andere, ja, aber andere haben da noch mehr Reichweite. Aber man darf immer nicht vergessen, natürlich sind wir vielleicht Menschen, die irgendwann oder immer mal wieder, der eine mehr, der andere weniger oder die eine mehr und weniger im Fernsehen auftreten. Aber wir sind alles Menschen. So. Und wir sind alle, ja, vergänglich auch. Und das, was wir auch am Anfang gesagt haben, ne, wir sind alle mit diesem Anfang des Lebens und Ende des Lebens behaftet, alle Menschen. Und ob wir jetzt prominent sind oder nicht, ich finde, das macht für mich keinen Unterschied. Es macht vielleicht nur in der Aufmerksamkeit dann einen Unterschied. Und ich kenne auch wirklich einige Schauspieler zum Beispiel, wo es jetzt hier mit den Impfzentren ist oder Teststationen, die jetzt ewig nicht gearbeitet haben und haben gesagt, ja, dann arbeite ich halt jetzt im Impfzentrum. Also jetzt auch schon von einigen gesehen. Und wir brauchen uns da nicht in Watte packen und denken, oh ja, ich nicht, weil ich bin jetzt hier nur die Fernsehtante. Auf gar keinen Fall. Ich glaube, Nein. viel mehr Menschen unter den Prominenten, wo man es nicht vermutet, die sich engagieren. Und ich Ja. glaube, ja, da sind auch sehr viele sehr sensibel mit dieser Sache. Und deswegen hoffe ich, dass sich dann noch viel mehr melden. Ja, genau, hier kam eben die Frage, was ist denn diese Patenschaft? Ich erkläre es ganz kurz. Also ich habe dieses Projekt ja innerhalb kürzester Zeit aus dem Leben gestampft oder aus dem Boden gestampft und dachte, es wäre total wichtig, Pflege eben auch aus einem positiven Blickwinkel zu zeigen, weil die Missstände gibt es, es ist keine gute Bezahlung, die Personaldecke ist dünn. Aber was wichtig ist, ist, dass wir auch die positive Seite dieses Berufs zeigen, damit es Menschen gibt, die Bock haben, in diesem Beruf zu arbeiten. Und deswegen habe ich überlegt, okay, wie kann ich das machen? Und habe dann gedacht, ich zeige einfach Menschen, also echte Pflegerinnen, echte Pfleger bei ihrer Arbeit und suche mir immer ein Vorurteil raus. So, und daraus entstehen diese Folgen Mark Care Love, weil ich irgendwie dachte, ich will auf die Suche gehen, nämlich Mark mit rein, Care, weil es um Pflege eben geht, und Love, weil ich finde, es hat was mit sehr viel Liebe und Herzblut zu tun. Ja. Und dann habe ich gedacht, wie kriege ich das jetzt irgendwie hin, dass Menschen sich dafür mehr interessieren, weil es gibt natürlich wahnsinnig viel. Und dann habe ich gedacht, klar, Prominente haben eine Reichweite, das ist einfach so und das ist ja auch überhaupt nichts Schlimmes, das ist auch ihr Job, ja. Und habe dann gedacht, ich frage Menschen an. Und also für dich, weil du gerade gefragt hast, ich weiß nicht, jemand hat das ja eben gefragt, die Tanja war eine der ersten oder sogar auch die erste Frau als Patin, die sich zurückgemeldet hat und gesagt hat, ich mache mit. Und mir böse übrigens die zweite. Also es ging echt an einem Wochenende, tak, 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 es war ganz schön. Schön. Und diese Menschen haben ein Zitat, ein Statement geschrieben, was bedeutet mir Pflege? So, und die Tanja hat auch ein Statement geschrieben, findet man alle auf der Homepage oder auf meinem Insta-Account. Und das ist eben das Tolle, da ist jetzt mittlerweile auch echt so ein Sammelsurium entstanden. Ich glaube, es sind jetzt 32, 33 Paten mittlerweile und die Woche, wie gesagt, kommen noch vier dazu. Aus allen Bereichen, jetzt eine Malerin, die dazu kommt, die sehr bekannt ist. Ne? Also es tut sich total viel. Und das ist halt das Wichtige, dass wir zeigen, ich habe für mich gesagt, alle Menschen sozusagen mit einer Reichweite und sagen meine Öffentlichkeit, die Pate werden wollen, sollen das tun. Ich nehme auch alle, wenn sie nicht rechts sind, weil dann hört es bei mir echt auf. Weil, Bitte. ja, absolut. Genau, weil Pflege, und da sind wir wieder genau bei meinem Hashtag, Pflege geht uns alle an. Und da ist es nämlich so, wie Tanja sagt, total egal, ob du im Fernsehen eine Woche vorher warst oder nicht. Du bist am Ende genauso dran wie jeder andere. Ja, genau. Und zwischendurch auch. Also gerade in der jetzigen Zeit wissen wir doch, wenn man sich nicht auf die Pflege verlassen kann momentan, dann sind wir doch total alle am Popo. Also wirklich, ne? Wenn man sich überlegt, was da jetzt gestemmt werden muss. Und wenn wir da alle ein bisschen mit mehr Achtsamkeit und mit mehr Freundlichkeit auch aufeinander zugehen, dann können wir so viel mehr schaffen und auch so viel mehr mit guter Laune schaffen, weil man muss ja sehr viele schwierige und sehr viele auch traurige Sachen machen. Aber wie du das eben schon gesagt hast, es war total schön, deinen Papa bis zum Schluss zu begleiten und ganz Positives. Dann ist in diesem ganz Traurigen was total Schönes. Und das Ja. muss man sehen und das muss man auch nach vorne bringen. Und das finde ich total super, dass du das machst. Und da danke, da liegt die Kraft dann, glaube ich, auch drin, weil ich habe das letzte Woche, glaube ich, auch mal gesagt, als ich die Ausbildung angefangen habe, konnte ich mit diesem Thema Sterben nicht umgehen. Also ich wollte eigentlich abbrechen. Und mein erster Moment, dran zu bleiben, war, als ich die erste Geburt mitbekommen habe. Da durfte ich dabei sein. Und als dieses kleine Würmchen rauskam und die Nabelschnur noch nicht ab war und dieser kurze Moment, dann war so ein, ich meine, du hast zwei Kinder, da macht es plötzlich wupp und alles ist ganz ruhig. Und ich weiß nicht, es ist magisch und dann geht das Schreien los. Und bei einem Menschen, der stirbt, hört es plötzlich auf mit dem letzten Atemzug und es macht genauso wupp. Es ist irgendwie so eine mega Ruhe. Und das, ich meine, das findet, viele finden das esoterisch, wenn ich das vielleicht sage, aber auf einmal war dieser Moment für mich so ruhig, zu sagen, ach so funktioniert das. Also es ist total magisch und es ist irgendwie auch gut. Und ich weiß, als bei meinem Papa saß,
Also, und dann war der letzte Atemzug. Ich habe dann einfach meine Hand auf seinen Brustkorb gelegt und es war totale Ruhe. Also, es war wirklich ohne großen Kampf. Das war echt ganz schön, eigentlich. Ja, das ist wichtig. Sehr gedankt, weil stell mal vor, ne, du hast die Hand deines Sohnes auf deinem Brustkorb und du weißt, du bist nicht alleine. Aber ich Ja. kriege schon ein bisschen Kloß im Hals, wenn ich das, weißt Oh. du? Ja, nein, weil mich das schon auch sehr berührt, ne? Aber auf eine positive Art und Weise. Es ist jetzt nicht, dass mich das total traurig macht, aber wenn ich mir das so vorstelle, ist es ja schon, ja, einmal tief durch. Aber Tanja, das ist auch Pflege. Und weißt du, ich habe, als ich die, das ist wichtig. Und auch als ich diese Vorurteile gesammelt habe für die Altenpflege, habe ich auch gefragt, was würdest du denn wünschen, was wir zeigen in einer Folge? Und dann hat einer geschrieben, wir sind die, die immer da sind, auch wenn es den letzten Atemzug gibt. Wir gehen nicht weg. Und das stimmt. Das stimmt absolut. Und das, finde ich, macht diesen Beruf ehrlicherweise auch toll. Natürlich bist du, hast du nicht die Zeit dafür, im klinischen Alltag auch nicht. Aber irgendwie kann man Momente auch schaffen. Und ich habe immer total viel Wert darauf gelegt, zu sagen, ich versuche die Angehörigen an die Hand zu nehmen und so zu begleiten, dass sie sich trauen, da zu sein. Das finde ich das Allerwichtigste. Und das geht. Und das ist aber auch Pflege, ne? So, und das ist was unglaublich Wertvolles, finde ich. Würde ich gerne noch mal was zu sagen. Ich finde es so wichtig, auch diese Angehörigenarbeit, dass das ist ja ein ganz großer psychologischer Aspekt, den eine Pflegekraft ja auch eigentlich immer bedienen muss. Und das ist auch etwas, was sehr an den Nerven zehren kann, aber natürlich auch was, was sehr starke Schulung auch voraussetzt. Und das wird auch oft vergessen. Es wird dann gedacht, ja, der wird gewaschen, der kriegt Blutdruck gemessen und so weiter. Aber dieser Diskurs teilweise mit den Angehörigen, der ist manchmal auch gar nicht so ohne. Und das finde ich halt auch, ist auch oft so ein Drahtseilakt. Und da kann man auch den Pflegeleuten nur so dankbar sein, dass sie das ja auch meistern. Das wird ja nicht einfach hinten übergeworfen, sondern da sind die ja auch jeden Tag mit konfrontiert. Also ich merke das bei uns auf Ja. der Stroke natürlich extrem, ne? Weil da geht es ja auch ganz oft um Leben und Tod. Aber das finde ich ist auch noch eine ganz große Komponente, die ich ganz, ganz toll finde an Pflegekräften, dass die das auch noch erfüllen. Genau, und irgendwie wie selbstverständlich alles nebenher läuft, ne? Ja, Das absolut. Die Jenny schreibt gerade hier, deine Jenny, vielleicht ist die Psychosomatik auch interessant für eine Folge. Mega, finde ich super interessant. Ich möchte auch gerne in die Psychiatrie gehen. Das wäre mir eigentlich auch ein ganz wichtiges Anliegen. Ich habe große Lust auch zu zeigen, also auch da haben wir ja viele Vorurteile in der Gesellschaft, nur die Verrückten in der Psychiatrie, die sind ja alle völlig durch den Wind und so. Ich habe da meine ganz eigene These zu, nachdem ich da meinen Einsatz in der Ausbildung früher mal machen musste und dachte, irgendwie, glaube ich, sind die fast normaler und haben es nicht mehr ausgehalten, was draußen manchmal passiert. So. Vielleicht. Manche, ne? Nicht alle. Aber bei vielen dachte ich, ne, so ein Vater, der sein Haus anzündet, also ein Familienvater, der das eigene Haus anzündet, von jetzt auf gleich, ich meine, die Leute haben mega Druck, viele können einfach nicht mehr. Und das finde ich immer so schwer, wenn so geurteilt wird von außen, ne? So die, wenn Menschen nicht funktionieren scheinbar. Naja, gut, ein anderes Thema. Aber Jenny, was ich dir sagen wollte, wenn du magst, dann schick, weil ich glaube, ich kann mir das jetzt nicht notieren auf die Schnelle. Schick mir doch, wenn es geht, eine Nachricht. Dann lass uns mal schreiben, weil das finde ich super spannend und super wichtig. Tanja, bist du noch da? Ich bin auch da, ja. Ah, cool, weil dein Bild gerade zu so kriselig geworden ist. Ich dachte schon, es hängt. Hör mal. Wo mehr Licht war, ich merke, auch bei mir wird es sagen, ein bisschen dunkel, ne? Ja, es wird dunkel. Aber wir haben ja auch schon, jetzt haben wir doch schon länger gequatscht, als man zwischendurch immer denkt, ne? Hör mal, ich wollte dir sagen, also hast du denn noch was, was du eigentlich besprechen willst? Möchtest du uns mal sagen, was du aktuell machst? Weil ich habe nämlich die Frage tatsächlich gestellt bekommen. Frag doch mal, was sie tut. Ja, im Augenblick, ich meine, durch Corona sind wirklich relativ viele Schwierigkeiten für mich gewesen. Es gab ein Format, was eventuell hätte gedreht werden sollen. Nein, ich glaube, es hätte wirklich gedreht werden sollen. Aber diese Firma ist inzwischen platt. Deswegen noch nicht mal aufgehoben, aufgeschoben. Man sagt ja, ist nicht aufgehoben, sondern aufgeschoben. Das ist jetzt aufgehoben. Und ich habe wirklich ultra viele Castings von letztem, ich weiß es nicht, August bis jetzt gemacht. Und irgendwie hat noch nicht alles so richtig gefluppt jetzt. Das hat manchmal auch was mit dem Alter zu tun. Ich beobachte das bei anderen Kolleginnen in meinem Alter auch. Aber zurzeit gibt es noch zwei Anfragen. Weiß man nicht, ob die sich in Luft auflösen oder nicht.
Aber eine Sache ist sicher, ich habe selber ein kurzes Filmprojekt in der Planung mit Etienne Heimann und mit Pathora Pictures. Da sind wir selber an einem Buch dran, weil ich ein Stipendium bekommen habe vom Ministerium. Jetzt weiß ich nicht, wie das Ministerium heißt, aber es ist ein Ministerium hier in NRW, ich glaube, Kultur und Wirtschaft. Und da werde ich selber etwas drehen. Und das wird auf jeden Fall noch im Sommer stattfinden. Und ansonsten könnt ihr mir die Daumen drücken für alle Sachen, die gerade noch so eventuell laufen könnten. Auf jeden Fall, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und um nochmal auf deinen lieben Kollegen Kai Schumann zurückzukommen, der hatte ja, als wir getalkt haben, die verrückte Idee und gesagt, nimm mich doch mal mit in eine Pflegeeinrichtung, wir können doch da mal was Schönes machen, mache ich mal eine Lesung. Ja, finde ich total. Aber das ist typisch Kai. Also das ist total super. Bin ich auch sofort mit dabei. Ja, Fände machst du? Na klar. Ja, geil, komm, machen wir, weil ich dachte echt, so ein schönes Sommer-Event zu machen, wenn Ja. eh nicht viel läuft. Und dann kann man auch irgendwie was Schönes machen und dann finden wir auch noch einen Sänger und so und eine Sängerin und das Genau. wird mega. Und dann machen wir echt was Schönes, das finde ich cool. Genau. Und dann, hör mal, dann müssen wir noch die Presse ansprechen, damit das noch größer wird und noch mehr Leute einfach da mit involviert sind. Ja, und soll ich dir was sagen? Nur so unter uns. Nur Ich unter habe uns. gehört, die volle Kanne, ne? Kennst du, ne? Ja. Die wollen irgendwas machen. Ja, super. Es ist, also ich hoffe, volle Kanne, dass das auch stimmt. Ja. Ja, doch Ich super. hoffe auch. Ja. Denn ich fände es total schön, weil es geht ja jetzt weiter. Und ja, so machen wir es. Also okay, dann, also ich wollte jetzt sagen, wenn du jetzt nicht noch andere Themen hast, die du gerne mit mir besprechen möchtest. Ich finde, wir haben alles durch, so was ich mir vorgestellt habe, oder? Ich auch total. Das war ja nicht nur das, sogar mehr als das, weil ich finde, du hast so wunderbare Sachen erzählt. Also von dir persönlich, was ich ganz toll finde. Dafür ein großes Dankeschön. Sehr gerne. Und ich finde, wir haben so schön über Pflege gesprochen und über eine weitere Berufsgruppe, nämlich einen Sprachtherapeuten, der aber total eng mit der Pflege arbeiten muss. Mega, super. Und ich finde, unser erster Kontakt war schon total leicht. Unser erstes Telefonat war mega. Dann haben wir irgendwie gequatscht und nach 20 Minuten gedacht, oh, okay, jetzt haben wir schon total viel gequatscht. Ja. Und jetzt war auch super. Ja, finde ich auch. Das hat man manchmal, ne? Doch, Fand ich ich wünsche jetzt. auf jeden Fall super viel Glück, dass das weiter so läuft. Und ne, ich komme zu der Lesung oder was immer wir auch machen. Auf jeden Fall. Ja, klar. Ach, ich glaube, da wird schon noch. Ich habe noch eine andere Idee, aber da sprechen wir dann noch. Hier mal nochmal drüber. Ja, genau. Liebe Tanja, danke. Sehr, sehr gerne. Danke dir, lieber Marc. Und allen anderen, die hier zugehört haben, wünsche ich einen wunderbaren Abend. Wünsche ich euch auch und euch und dir auch. Mach's gut. Mach's Tschö. gut. Tschüss. Ciao.